Ein wunderschönen Willkommen zurück zu Clicker Heroes Folge 53. Yay. Ja, es ist mittlerweile schon 9 Uhr. Hab ein bisschen gestern Abend ein bisschen die Nacht gemacht und deswegen ja heute erste Stunde später. Hups, nicht klicken, schon wieder. Wow, wir stehen 2 Levels vor dem nächsten Rumpster. Oh Gott, was ist hier alles los? Lalalala. Wow. Danke da. Oh Gott, Alter. Was brauchen wir denn? Wir brauchen ungefähr 1E47. Bekommen wir nirgendwo. Das ist am nächsten dran, das ist das hier. Das sind doch geile Missionen. Nice. Time is Quest. Time to Quest. Okay. So. Bam. Bam. Und damit haben wir wieder den vierfachen Schaden. Sehr schön. So. Die Frage ist, na, war ja wieder klar, das ist natürlich keine Bäume. Schade eigentlich. So, was ist hier los? Vier Sekunden für irgendein Skill, also für Lucky Strike. 25% für kritischen Hit, brauchen wir auch nicht mehr. Nochmal 2 Sekunden für goldenes Klicken, irgendein Skill. Ah, ganz unten, 11% to Hero Soul DPS. Na gut, das wäre tatsächlich eins, was sinnvoll wäre. Ja? Aber ich guck mal, ob das sinnvoller ist als irgendwas anderes, was ich eher nicht glaube. Ja, hier bekommen wir 4 Level für Libertas. Hier 6 Level für Libertas. Hier 7 Level für Morgulis. Und hier sowieso viel zu viel. Die haben ja schon hochgelevelt. Okay, dann musst du halt sterben. Ja. Gut, dann können wir mal gucken. Wir haben jetzt 42. Das kostet 32, geht 4 Level hoch. Wo ist ein Juggernaut? Juggernaut, nein. Level für. Achso, ist er gar nicht. Ist er gar nicht. Der hier. Plus ein Level jeweils. Für 21. Hier hätten wir ein Level für 16. Und ja, also wird das schon mal effektiver. Und hier haben wir für 26. Nö, dann machen wir den hier. Ja. Und 32. Bam. Easy. Läuft doch. Okay. So, schaffen wir den? Ja doch, den schaffen wir. Okay, ist aber wieder kein Primal. Ich glaube das nicht. Was wir machen könnten, wir könnten nochmal bis Level 400 vorstoßen. Einfach mit hier klicken. Wobei das wären mehr als 10 Level. Ah, vielleicht haben wir das doch nicht so gut. So, die Frage ist, wir müssen langsam dafür sorgen, dass wir wirklich gut Hero Souls bekommen. Wir müssen also irgendwas dafür tun, dass wir, ja, entweder wesentlich weiterkommen, oder aber wir sollten doch langsam anfangen, ihn hoch zu leveln. Das Problem ist halt, er ist so scheiße teuer. Und er wird doch nur immer teurer. Ich weiß ja gerade nicht, wie teuer er wird. Aber wird auf jeden Fall teurer. Ist ja nicht so schön. So halt. Nächste 25 Level wären 2E48, das kriegen wir nie im Leben zusammen. Oh, doch. Kriegen wir zusammen. So, haben wir
jetzt schon mal ordentliche Boostelchen. So, und die steigen aber im Wert nicht an, ne? Ne. Die würden nur ansteigen, wenn ich den tatsächlich jetzt hier schon hochlevel. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Haben die schon Weltsteigerung? Naja, nicht wirklich. Ach, Hermination. Jetzt guck mal ganz kurz, wie effektiv das hier mittlerweile ist. Dann erledigen wir den nächsten. Gott, ja, noch drei Bosse vor uns. Ja, wird das was? Könnte gut sein, dass das was wird. Vielleicht ist der nächste Boss ja auch schon Primal. Das wäre natürlich geil. Spätestens der 300er Boss ist es dann. Denn dann. Dran. Wollte, oh, wir sind so langsam. Ach du Scheiße, das ist aber. Hätte ich quasi schon direkt nach dem Aufstehen die Hand hier draufsetzen müssen, damit wir schon mal eine kleine Kombo hätten aufbauen können. So sind wir doch relativ langsam. Yay, Palme! So. Dann erledigen wir den mal. Geile Aktion, Junge, geile Aktion. Lalalala. Und da gehen die ersten Skills auch schon wieder aus. Jo. Okay, wir haben mittlerweile ein Plus von 180%. Das geht. Beziehungsweise ist das sogar schon ein bisschen mehr, weil wir haben ja schon mehr als 1%, glaube, oder? Wo denn ist es? Da. Ja. Na gut, soll das auch nicht weiter kümmern. Das heißt, wir werden bei den nächsten Ascensions wahrscheinlich, auch wenn es mir nicht ganz lieb ist und ich nicht weiß, ob das wirklich funktioniert, werden wir jetzt noch ein paar Mal ascenden, um den hier hochleveln. Oh Gott, dieser Scrollbalken hier. Um den hier hochleveln zu können. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass das nicht allzu viel gebracht hat, weil damals hat es nicht wirklich allzu viel gebracht, obwohl wir das Dreifache hatten. Hatten wir damals nach 200 Leveln fast genauso viele wie bevor wir den hatten. Deswegen bin ich noch nicht ganz überzeugt, dass der wirklich so viel bringt. Vor allem jedes Mal für plus 100% wird der jetzt jedes Mal exponentiell teurer. Also, ne, ist schon. Gut. 10 Level würden schon 450 kosten. Holy moly, also quasi ja, die Hälfte von dem, was wir mittlerweile schon haben. Müssen wir mal gucken, ob das was bringt. Das wären zumindest 300% zusätzlich. Also das Doppelte quasi. Naja, bin ja mal gespannt. Ob das wirklich so cool ist, ob das was bringt oder ob er sinkt. Ja, genau. Langsam werden die Gegner ganz schön schwer. Ah, ich will nicht mehr. Ah.
Wisst ihr, wir können Autoklicker benutzen. Ach ja, ich habe das Skript beendet. Wow. Ich schon wieder. So. Jetzt. 30 Klicke pro Sekunde. Oh my god. Spaß, nein. Wir wollen ja hier nicht rumschieten. So. Was könnten wir stattdessen machen? Wir brauchen irgendwie Angriffsstärke. Oh Gott, der hat absolut gar keine Angriffsstärke mehr. Die müssen wir überhaupt erstmal ein paar hundert Level hochleveln, damit er überhaupt in sichtbaren Bereich landet quasi. Jetzt hat er schon 25%. So, jetzt unterstützt er unser Team zumindest schon mal um die Hälfte. So ganz nett. Aber die nächsten 25 Level kosten auch schon wieder 3E47. Wobei 3E47 kriegen wir sogar zusammen. Wow. Okay, Moment mal. Bevor wir jetzt irgendwas Dummes machen. Das kostet 2E48. Schade, jetzt kriegen wir noch nichts dran. Alter, ernsthaft? Wo sind das hier für Quests? So, dann... Bomben? Das kostet eher 8,48. Nee, halt. 2,48. Ach, scheiße. Ist natürlich traurig. Oh, wir sind ja schon beim nächsten Boss. Und natürlich wieder kein Palme. Gut, aber so wie wir hier durchkommen, heißt das, wir schaffen den Level, den Boss bei Level 400 auch. Und er, wie gesagt, ist auf jeden Fall Primal. Das heißt, wir sind guter Dinge, doch noch ein bisschen was zu schaffen. Das Problem ist, wir brauchen hier, naja, es fehlen ja nicht mehr 10 Level, sondern es fehlen bloß noch 7 Level. Das heißt, wenn wir Glück haben, brauchen wir nur 1,5 E48. Aber dennoch, alleine diese 1,5 E48 zusammen zu kratzen, dürfte verdammt schwer werden. Oh, was? Nur noch Mist? Missionen. Okay. Zwei gute Missionen, muss man auch dazu sagen. Aber hier ganz unten eine scheiß Mission. Und hier zwei scheiß Missionen. Wobei die gleich vorbei ist. Ernsthaft jetzt? Ein Level geht nicht? Kann man bitte in die Schatzkiste kommen? Ich bin eine Sau. Und der nächste. Ah ne. Nochmals hier Monster. Da hatte gerade schon der nächste Boss kommt jetzt so. Aber dem ist nicht so. Nein, ich meine, das Schöne ist ja, die ganzen Sachen hier so mit mehr Kisten, mehr Gold pro Kisten und so, die sind halt, die gelten halt immer. Aber dennoch haben wir hier einen ganz schön großen Boost an Gold, den wir halt nur bekommen, wenn wir eilen. So, da haben wir schon den nächsten Boss, mal gucken, ob wir den packen. Oh ja. Lol. Das war ja quasi eine Leichtigkeit, war das ja. Es war ja hier, boom, das war ja ein Witz. Okay, das heißt folgendes. Wir senden.
Ja, bis zum nächsten Primal-Boss reicht das auf jeden Fall. Bis zum nächsten Boss reicht das auf jeden Fall nicht. Und der ist auch garantiert nicht Primal. Ja, wow. Boah, Alter, wo der Balken relativ gut runtergeht, ne? Also. Ne, ist natürlich nicht Primal. Okay, komm, dann senden wir. Primal. Ammonhop, wo ist Ammonhop? Ammonhop, 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 ne? Übersprungen? Hallo, wo ist unser Zombie? Da. Da ist er ja, der Zombie. Ich komme jetzt hier, bam. Ja. Bumm. Okay. Was ist hier los? Ach ja. Oh, Alter, was ist denn jetzt hier los? Gibt es keine Goldmission mehr oder was? Ausverkauft? Wegen, willst schon, wegen Gold und Kochen und so. Und ja. Da bitte. So. Okay. Wir setzen ihn auf Level 10. Nochmal 10 Level könnten wir uns leisten. Und so lassen wir das erstmal. Ja. Dann haben wir noch 300 Hero Souls für Angriff-Damage. Ist auch wichtig. Deswegen können wir nicht alles einfach hier blind ausgeben. Okay. Und dann gucken wir mal, wie weit wir so kommen. So, das heißt. Wow. Wir schaffen einen einzigen. Ich habe so früh aufgelegt. Klar. Wenn man auch auflegt. Mano. So. Dann bin ich ja mal gespammt. Das heißt, wir haben jetzt vom Damage her keinen wirklichen Boost bekommen. Wir bekommen aber jetzt dafür hoffentlich doppelt so viele Hero Souls. Das heißt, wir werden wieder versuchen, bis Level 400 zu kommen, dann wieder ascenden. Dann haben wir hoffentlich noch mehr Hero Souls, die wir wieder reinstecken können, um dann noch mehr Hero Souls zu bekommen. Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert. Im schlimmsten Fall sind die ganzen nächsten 50 Folgen alle umsonst. Oh Gott, Alter. Warum ist das bei der PC-Version so scheiße schwer, Hero Souls zu bekommen? Das ist doch nicht nett. Ah, da kommt schon der Idle-Bonus. Yay! So, okay. Das heißt, ja, eigentlich, danke, 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 dann wechseln wir gleich mal auf 100er Schritte, bam. Und immer gib ihm. Er mag es doch auch. Dann bin ich einmal gespannt. So, sehr schön. The Masked Samurai, einer der Power 5. Was uns leider nicht wirklich interessiert, wegen Weilbaum. Und mal schauen, vielleicht können wir nach ein paar Ascension, wenn wir denn wirklich so ein paar tausend Hero Souls haben. Ich meine, dass wir jetzt schon an 10.000 Hero Souls rankommen, bezweifle ich noch ein bisschen. Aber zumindest, dass wir so ein paar tausend Hero Souls vielleicht zusammenbekommen in den nächsten Folgen. Das wäre schon arschgeil. Ja. Und wer weiß, was soll ich hier sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Okay, jetzt bin ich raus. Irgendwas wollte ich doch gerade. Hero Souls? Hä? Bin ich jetzt gerade bescheuert? Was wollte ich erzählen? Ah, genau. Wenn wir denn hier ein paar tausend Hero Souls haben, können wir dann vielleicht doch anfangen, endlich mal hier unsere Monster gezielt zu bilden. Also umzubilden quasi. Das Problem ist halt, um halt einen
Helden gezielt eine Hero Soul, ein Guild zu geben, verbrauchen wir 80 Hero Souls. Deswegen können wir das halt wirklich erst machen, wenn wir hier wirklich viele Hero Souls haben und dann dafür ein paar übrig haben, sag ich jetzt mal. Weil es wird irgendwann kommen, dass alleine er pro Level mehr als 80 Hero Souls kostet. Ja gut, heißt also, alleine jetzt ist quasi schon das Gilden preiswerter als hier ein Level. Das muss man sich immer schön vor Augen führen. Lol. Ja, das heißt, die nächsten Dinger werden ganz schön teuer. Mal gucken, wie teuer das nächste Mal 10 Level sind. Wobei 10 Level ja absolut nichts bringen. Boah, das nächste kostet schon 1200. Ich meine, gut, 1200 könnten wir zusammenbekommen bis Level 400. Obwohl, nee. Wenn wir Glück haben. Weil wir hatten jetzt in der Ascension fast 600. Und müssten jetzt so knapp das Doppelte haben. Das heißt, wir müssten eigentlich auf 1200 kommen. Aber so wie ich das Spiel kenne, schaffen wir es garantiert nicht. Das wird ein Spaß. Oh, was ist hier los? Ja. Alter, will mich das Spiel ja verarschen. Schon wieder keine Hero Souls. Schon wieder keine Goldmission. Ihr seid doch beknackt, Alter. Ist doch alles Schwachsinn hier. Ich meine, das ist ja mittlerweile auch ganz nice. Aber eine 2-Tages-Mission habe ich noch nie überstanden. Da wirst du, was hier immer gibt. Oh, wow. Aber das ist etwas. Das ist das traurig. Gut, habe ich hier vergessen. Ja. Ich sollte mal weiter leveln. Na gut, dann mache ich dann auch gleich Feierabend, sobald wir wieder hier an unserem Dread Knight sind, oder wie der heißt. Glaube doch, Dread Knight. Und dann gucken wir mal, wie weit wir. Geile Frisur. Gucken wir mal, wie weit wir sind in der nächsten Folge dann. So sieht er garantiert wie so aus, wenn er gestorben ist. Ein Frischfisch. Wie viel haben wir schon? 111. Oh ja, bewegen wir uns ja langsam, aber sicher gut auf die 140 zu. Können wir uns 2 Autoklicker kaufen. Oh my god. That is so amazing. Oh, Level 63 geht doch auch schon ganz gut. Was natürlich auch machen könnten, wäre hier für Schatzkisten. Das Problem ist halt, auch er wird unglaublich teuer. Ja. Alleine um ihn 20%, ja doch, um knapp 20% anzuheben, bräuchte man die Hälfte von den Heroes, die wir jetzt noch haben. Der wird definitiv zu teuer. Deswegen müssen wir ihn halt erstmal stecken lassen. Das Einzige, was wir machen könnten, ist ihn eben noch ein bisschen hochleveln. Aber er ist mittlerweile schon Level 25, das heißt, um ihn hier auf Level 2, er bekommt 50 pro Level, heißt also um 500% hoch zu leveln, bräuchte er auch schon 300%. Langsam werden sie alle teuer. Die einzigen, die sich wirklich noch lohnen, jetzt hoch zu leveln, sind quasi die beide hier. Das sind die einzigen, die wir noch, ich sag mal, jetzt erstmal hochleveln könnten. Ansonsten mit den anderen müssen wir dann wirklich erstmal warten, bis wir wirklich dann wieder ein paar tausend Hero Souls haben. Also uns praktisch einen kleinen Puffer aufgebaut haben. Ja, ist halt leider so. So. Gleich kommt König Medias. Achso, ich korrigiere. Jetzt kommt König Medias.
Gibt's einen schönen Goldboost. Nice. Mal wieder. Nice. Okay, sehr gut. Bam, bam. Hey, wir haben schon 17 Heroes Souls? Warum das denn jetzt so? Wir wollen One Heroes für every 2000 Levels? Aber wir haben noch gar kein 2000 Level. You can add to this number by defeating Central Bosses. Ab Level 100 sind wir auch noch nicht. Und Raw Bosse ab Level 100 haben wir auch noch nicht. Morgulis? Achso, ja, ist ja hier. Morgulis ist ja. Haben wir hier nicht, aber haben wir hier wieder als dickster Bumster. Morgulis. Genau, 500%. Hier nochmal 77% und ja. Damit haben wir dann gut unsere 120% zusammen. Okay, 132. Lego Mio. So. Bam. Okay. 3,20 haben wir auch gleich. Wie schön schnell sich die Zahl da oben immer erhöht. Tja, würde ich mal Sorgen, mache ich an der Stelle jetzt schon Feierabend. Ich werde wieder die Monster weiter hier hochleveln, ne? Ist ja bereits alles allseits bekannt. Dann gucken wir tatsächlich mal, wie weit wir dann sind. In der nächsten Aufnahme. Auf jeden Fall kommt jetzt dann erstmal wieder Doom Eternal dran. In dem Sinne, schon mal.